Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kryptoanarchist. Wir schauen einmal rein, Leute. XRP heute bei 51 Cent. Das heißt also, der Markt wieder ein bisschen nach oben gegangen mit XRP. XRP aber einer der wenigen Gewinner heute. Die meisten haben tatsächlich auch an Wert verloren. Teilweise sogar bis zu 10% bei Bitcoin. Was auch immer das ist. Sollte man das handeln? Wahrscheinlich eher nicht. Und Bitcoin ist bei 19.000, ziemlich genau 19.000. Von daher, da hat sich auch nicht so viel getan. Da sind wir sogar gerade live Zeuge von einer Explosion hier, einer Preisexplosion. Jetzt sind wir auf 2%, also auf einmal 1% gesprungen. Ganz coole Sache, aber wie immer meistens nur temporär. Das Ganze haben wir hier immer nochmal bei 3xrp.dev. Da hat mich einige gefragt, ui, wie die Seite hier heißt. Ich kann es gerade nicht so ganz kontrollieren, wie sie hier rum floated, aber da kann man zumindest viel On-Demand-Liquidity-Traffic sehen. Und das kann man, wie gesagt, bei 3xrp.dev nachvollziehen. Solltet auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ist ziemlich interessant hier zu sehen und zu entdecken, aus welchen Ländern und Regionen das Ganze schon kommt und wo es aktuell auch schon hingeht. Als ersten Tweet haben wir heute MC, absoluter Ehrenmann, weil er seine Beschreibung geändert hat, nachdem ich ihn darauf hingewiesen habe, bester Mann. Und da haben wir einmal die DBS Bank in Singapur ermöglicht jetzt 100.000 Kunden den Handel mit XRP. Definitiv keine kleine Sache. Natürlich möchte man einfach so vielen Leuten wie möglich den Zugang dazu geben, damit einfach insgesamt Leute einkaufen quasi, die das einfach halten, ne? Dass da quasi ja eine gewisse neue Liquidität reinkommt und je mehr neue Liquidität reinkommt, desto mehr inaktive Liquidität kommt auch irgendwie rein, ne? Was in der Form dann halt positiv ist, weil es ein paar Leute gibt, die dann einfach das Ganze kaufen und quasi vergessen, in Anführungsstrichen. Im positiven Sinne, ne? Weil ich hätte auch gerne damals Bitcoin gekauft und vergessen. Von daher hier definitiv eine coole Sache. DBS Bank in Singapur, da kann man jetzt ordentlich XRP shoppen gehen. Dann eine sehr krasse Enthüllung hier von Crypto Queen. Und zwar geht es hier um den SEC-Chairman Gary Gensler. Wir kennen und ja, wir kennen ihn alle. Und er ist auf jeden Fall ja aktuell so ein bisschen hinter Ripple her. Er ist kein großer XRP-Fan, auch wenn er damals gut darüber gesprochen hat, ne? Aber aktuell wirft der Ripple vor, dass XRP eine Aktie sei von Ripple. Und jetzt kam hier raus, dass Gary Gensler wohl direkt oder indirekt bezahlt wird von Goldman Sachs. Und das ist schon mal natürlich eine krasse Sache. Generell, die ganzen großen Banken, die haben definitiv früher in Ethereum investiert. Ob es jetzt alle Leute waren und so weiter, ne, das kann man natürlich nie ganz genau so und so sagen, ne, ganz, ganz klar. Aber man kann schon festhalten, dass hier gerade bei Goldman Sachs auf jeden Fall investiert wurde von der einen oder anderen Person, ne. Und dass hier im Endeffekt die Verbindung zu Gary Gensler sehr, sehr nahe liegt. Denn XRP war natürlich auch auf einem guten Ast bzw. guten Weg, um Ethereum zu überholen, als zweitstärkstes Asset dann quasi. Aber das Ganze wurde dann ja vereitelt, auch unter anderem von der Klage halt eben, was XRP dann auf jeden Fall ordentlich runtergezogen hat. Ich glaube, am tiefsten Punkt waren wir irgendwo bei 16 Cent oder sowas. Natürlich haben wir uns davon jetzt erholt, aber damals haben Leute prophezeit, oh mein Gott, das geht nie wieder hoch und jetzt geht es nur noch auf Null und nur runter und was auch immer. Ja, und jetzt kommt natürlich raus, dass einer der Hauptakteure, der das Ganze initiiert hat, sage ich mal, oder der es zumindest ausbaden muss, sagen wir es so, Jack Dayton hat das Ganze initiiert, der wird anscheinend bezahlt, direkt oder indirekt, von Goldman Sachs. Sehr, sehr interessant, kann man dazu nur sagen. Währenddessen hat Ripple Industrial Backing over SEC in dem Ripple und XRP-Fall. Auf jeden Fall auch eine spannende Sache. Bei Bloomberg Law kann man das Ganze hier einmal nachvollziehen. Auch geil, dass die so eine eigene Unterrubrik quasi haben. Also nicht nur Bloomberg, sondern Bloomberg Law. Kann man hier einmal sehen. Die Krypto-Lobby. Und weiterhin haben wir hier noch DJ Peter Vass mit dem Ripple-CEO Brad Garlinghouse. Den kennen und lieben wir im Vergleich dazu auch alle. Und wie gesagt, hier geht es eben nochmal um die Klage. Generell ist es wieder ein sehr präsentes Thema. Vor ein paar Tagen war es ja tatsächlich sehr, sehr ruhig um die ganze Klage geworden. Jetzt hören wir aber sehr viele News, sehr viel Brad Garlinghouse, der sich dazu äußert, der sagt, ja, eine richtig coole Sache, wird bald vorbei sein, so in der Richtung. Ne? 2 bis 9 Monate stehen da im Raum. Und jetzt generell sagt er auch hier, dass das Ganze natürlich im Endeffekt von einem Richter geklärt wird. Und ja, das darf man auch nie vergessen. Also im Endeffekt geht es nur darum,
wie am Ende der Richter entscheidet, sage ich mal. Und nicht, in Anführungsstrichen, wie die Community zum Beispiel das Ganze sieht. Ne? Also natürlich, wenn man jetzt die meisten hier aus der Community fragt, aus dem Space, XRP und was auch immer, aus der Bubble, dann sagen natürlich alle, klar, bin ich auf der Seite von Ripple. Ne? Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass alle, die intellektuell ehrlich sind, im Crypto-Space auch auf der Seite von Ripple sein müssten. Denn es gibt einfach keine regulatorische, ja, ich sag mal, Klärung dieser ganzen Frage. Und solange nicht irgendwo explizit erwähnt wird, dass es sich unter diesen Umständen um eine Security handelt, ja, unter diesen Umständen kann es auch dann einfach nicht sein, dass Ripple die ganze Zeit agiert, sie sogar sich an einen Tisch setzen mit den gleichen Leuten und dann auch im Endeffekt vor Gericht kommen, obwohl sie eine eigene Abteilung haben, die sich nur mit diesem Recht und diesem ganzen Lawyer-Stuff quasi auseinandersetzt und dann parallel auch mit den ganzen Behörden gesprochen haben. Also da bin ich einfach der Meinung, das geht nicht und auch diese ganzen, ja, ich sag mal, Howey-Tests und so weiter oder eigentlich nur der Howey-Test von 1928 oder wann war der? Also komplett crazy. 1914 sogar, irgendwie so in der Richtung, der ist einfach aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Und damals hat man wahrscheinlich das so ein bisschen anders gesehen, aber das Aktiengame mittlerweile ist natürlich ein ganz anderes. Und ihr würdet ja auch nicht dafür argumentieren, dass wenn ich zu einem Uhrenhändler fahre und dann da eine Uhr kaufe, dann ist diese Uhr ja auch keine Aktie von dieser Uhrenmarke, ne? Sondern es ist ja ein eigenständiges Asset im Endeffekt. Und deswegen warten wir natürlich alle auf diese ganzen regulatorischen Klarheiten, die da jetzt mal kommen sollen. Dann haben wir nochmal DJ Peter Vass mit dem WEF hier, die jetzt eine Crypto-Sustainability-Koalition hier erreicht haben. Crypto Times berichtet darüber. Die Crypto-Sustainability-Coalition, würde man wahrscheinlich cool sagen auf Englisch, kann man hier mal sehen. 30 Partnern, die eben Krypto nachhaltiger machen wollen. Wäre natürlich sehr interessant, wenn Ripple da auch dabei wäre. Generell muss man sagen, ist Ripple natürlich schon recht tief da drin. Dann haben wir noch Barbe Kax hier mit einem Buch, beziehungsweise, halt soll ein Buch sein, ne? Da gibt es natürlich nicht richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir hier Barbe Kax Mystery, May, September, Shine Like Gold on December. Hier haben wir einmal die einzelnen Monate aufgelistet, also quasi immer den September 22, August 22 und so weiter. Und hier immer dann den jeweiligen Preis. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Dieser Glitch zum Beispiel steht auch immer noch im Raum, dieser Volumen-Glitch. Ne? Und hier auch zum Beispiel die ganzen krassen Veränderungen. Also immer mal wieder ordentlich auf jeden Fall 25% dann down, 20% hoch, 28% down und so weiter. Ne? Bis zu teilweise 50% dann hier hoch. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Volatilität im Markt. Und ja, wir warten natürlich auf den Dezember. Vielleicht wird am 22. Dezember ja noch was Krasses passieren. Dann wurde endlich das Rätsel gelöst von David Schwartz, welche AI er benutzt, um diese ganzen Bilder hier zu generieren. Und zwar fragt jemand hier, was die AI ist, und er sagt hier Stable Diffusion. Stable Diffusion ist auch eine Sache, über die ich öfter mal gestoßen bin. Wie gesagt, ich bin da so ein bisschen im Thema drin, befasse mich da so ein bisschen mit AIs und dieser Bild Generation, so hier Text-to-Image-AI und sowas. Ne? Finde ich auf jeden Fall eine spannende Sache. Wie gesagt, DALL-E 2 Access habe ich, Gang Gang und so. Aber ja, es gibt auch Stable Diffusion, es gibt auch von Google dieses Midjourney, auch ein großer Name. Gibt es auf jeden Fall einiges. Manche Sachen sind Open Source, manche Sachen sind zentralisierter. DALL-E 2 ist auch recht zentralisiert, da darf man auch gewisse Begriffe zum Beispiel nicht suchen, ne, könnt ihr euch denken. Und genauso darf man da zum Beispiel keine Gesichter mit erstellen. Mit Open Source Dingern geht das natürlich, weil da kann ja niemand einen daran hindern, das zu machen. Und am Ende haben wir natürlich wie immer noch ein Fundread hier von Leon Weidmann. Und hier geht es einmal um die Bedürfnispyramide. Die kennt ihr bestimmt auch noch so aus der Schule oder sowas. Ne? Hat man schon mal gehört. Und da haben wir hier die neue Schicht darunter, ne? Den Bull Market. Da muss man einfach sagen, das ist definitiv sogar noch unter den physiologischen Needs, um zum Überleben. Nämlich der Bull Market ist der essentielle Layer jeder Gesellschaft und auch jeder Nichtgesellschaft quasi. Sehr wildes Meme. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ihr seid quasi nochmal so unter diesem hier eine weitere Schicht, quasi so die Zuschauerschaft dieses Kanals. Und ich hoffe mal, es hat euch gefreut, beziehungsweise, nee, mich hat es gefreut, dass ihr heute mit dabei wart. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Bis dahin, bis morgen. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare und was ihr denkt zu den ganzen Themen. Um 18 Uhr gibt es ein neues Video. Jeden Tag, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns heute. Haut rein. Ciao. Ciao.